Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Weekend League Review. Die vierte Weekend League im Februar ist Geschichte und wir gucken heute darauf, wie ich mich geschlagen habe. Letzte Woche habe ich angekündigt, ich will auf jeden Fall wieder Gold 1 schaffen und im Idealfall sollte ich 26 Siege schaffen, weil dann habe ich 97 Siege monatlich und habe Elite 3 erreicht. Ob ich das geschafft habe, ist die große Frage. Wir werden es natürlich im Laufe dieses Videos herausfinden. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann würde ich die Tierschuhe freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IG World, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code Max Gaming TV dazu, IG Vault. Was? Nein, dazu Instagram und Twitter. Beides mit I am Anfang. Mein Fehler. Instagram und Twitter könnt ihr kostenlos folgen, genauso wie hier auf YouTube das Abo kostenlos ist. Also lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich gehypt gewesen auf diese Weekend League. Nebenbei merkt Ask, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, da könnt ihr sie stellen. Ich war ziemlich gehypt auf diese Weekend League, einfach weil ich mich gefreut habe, das erste Mal wieder quasi das ganze Wochenende komplett Zeit zu haben, mir Zeit nehmen zu können. Problem ist, ich bin in England momentan. Und das hat mehr Bedeutung, als man eventuell denkt. Dazu kommen wir später auf jeden Fall nochmal, wenn ihr die Stats am Ende seht. Ich denke, dass das einen großen Einfluss hat. Ihr habt es ja auch im Video gesehen, was schon kam, die Highlights. Es liefen einige Spiele nicht so hundertprozentig überragend, aber vielleicht hat es ja trotzdem gereicht. Wir werden es auf jeden Fall in diesem oder im Laufe dieses Videos erfahren, beziehungsweise die, die auf Twitter folgen, die wissen eventuell schon, wie das Ganze im Endeffekt gelaufen ist. Wir gucken uns das Team an, das kennt ihr bereits. Van der Sar im Tor davor, Kompany, Florenzi, Mustafi, Second in Form und Segeler in Form. Fernandinho, der im Laufe der Weekend League auf die 86er Karte geupgradet wurde, dank den Premier League Upgrades. Der 89er De Bruyne, der mittlerweile auch ein Upgrade hat. Nainggolan vorne halt Mbappé, der weiterhin ziemlich stark ist und eventuell auch ein Upgrade bekommt. Mal schauen. Neymar und Hernan Crespo, meine Lieblingsikone. Ich muss sagen, dass das Team diese Woche, also es gab ein paar Spieler, die überragend performt haben, werdet ihr auch in den Stats später sehen, vor allem Raja Nainggolan. Es gab ein paar Spieler, die nicht so überragend performt haben, zwischenzeitlich Neymar, der hat aber im Endeffekt die Weekend League ziemlich gecarried, von daher kann ich mich da nicht beschweren, aber ein Mustafi teilweise in den Spielen, das werdet ihr auch in den Clips sehen, die ich mir rausgesucht habe, und Van der Sar war diese Woche nicht ansatzweise so stark wie letzte, also letzte war der deutlich besser. Ich war ein bisschen enttäuscht diese Woche, weil der halt nicht mehr so stark war. Ich werde ihn aber trotzdem nicht verkaufen, einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass der nächste Woche nochmal eine Chance verdient. Auch wenn ich da wieder in Deutschland bin, wahrscheinlich gar nicht viel spielen kann, die erste Weekend League im März. Aber werden wir sehen. Grundsätzlich nichtsdestotrotz immer noch ein sehr stabiles Team. Ich weiß, es ist nicht das OP-Team, was ihr alle gerne hättet, aber dazu habe ich News, und zwar am Donnerstag in dem Video, Freitag, Entschuldigung, kommt das, und zwar ist das dann das Weekend League Review, Weekend League Preparation, ja, also auch die Rewards, und mal sehen, was für Rewards es werden. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr auch, also ich weiß es schon, aber vielleicht einige von euch noch nicht. Das ist auf jeden Fall das Team, und ja, wie hat das Ganze, oder wie ist das Ganze abgelaufen? Ich habe im Endeffekt am Freitag angefangen, morgens zu spielen, um 10 Uhr um den Dreh. Ich habe mir Zeit gelassen, ich habe gefrühstückt in Ruhe, ich habe ganz safe alles gemacht und habe, wie ihr gesehen, das erste Spiel auch gewonnen. Danach, die Spiele liefen auch gut, aber nicht so gut wie in der letzten Woche oder die letzten beiden Wochen. Die letzten beiden Wochen bin ich, glaube ich, jeweils mit 6:0 gestartet und habe dann 6:2 kassiert. Beide Male. Also ist allgemein so, ich habe da so einen kleinen Flow sozusagen drin, bin mittlerweile, wie ihr deutlich bemerkt haben solltet, deutlich besser geworden. Ich stand ja zwischenzeitlich mal so da, dass ich immer mit Struggle 18 Siege bekommen habe. Dann waren es mal 21, die das Ziel waren, die ich nicht immer geschafft habe, also 20:20. Was in der Weekend League nicht schlecht, das ist Gold 2, aber es ist halt nicht überragend. Mittlerweile bin ich halt eher Gold 1 Anwärter und ich glaube, dass ich in Deutschland, wenn ich in Deutschland wieder bin, Ende April, dass ich dann auch Elite schaffen könnte. Also ich bin der Meinung, wenn ich das Team noch ein bisschen verfeinere, beziehungsweise teilweise umbaue, eventuell, ja, wartet das Video am Freitag ab, dann könnte das was werden. Fragt sich halt weiterhin, ob das so hundertprozentig der Sinn der Sache ist, weil ich ja weiterhin Spaß haben möchte. Also ich werde nicht auf Competitive, ich werde weiterhin so machen, dass ich Spaß habe. Und ich habe mit No Links Wasted Teams nur Spaß und mit den Teams und Spielern, die ich mag. In dem Team ist kein Spieler drin, den ich nicht mag, persönlich. Und von daher, ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich habe übrigens Florenzi rausgenommen im Laufe der Weekend League, habe den für Karstorp ausgewechselt, aber dazu kommen wir in den Stats später, warum das so war. Erstmal ein paar Highlights. Das hier ist das erste Spiel und das sind die Spiele, die mir wieder auf den Keks gegangen sind. Ihr seht es hier, das ist ein 3:4 gewesen, das war so mein Standardergebnis. Ich habe sehr viele Spiele 3:4 verloren, beziehungsweise was heißt sehr viele, aber einige. Dieses Gegentor war symptomatisch, ja, das war das 2:3. Wir sehen es hier, der Ball, es ist halt mein Pech, ja, immer abgefälscht zum Gegner. Das war ja auch in den Videos, ich habe eigentlich 2 Live-Videos aufgenommen, das zweite werdet ihr nicht zu sehen bekommen. Ich habe immer das Pech gehabt, dass meine Bälle auch von Van der Sar, ja, das war natürlich nochmal ganz stark von Mustafi, ja, Schritt gemacht und Willian kriegt den Ball trotzdem. Solche Dinger sind mir öfter passiert und das ist halt sehr, sehr bitter. Allgemein auch Van der Sars Bälle, hier wieder ein Fehler von Mustafi, das ist halt,
Ja, solche Gegentore sind halt bitter, ne? Aber auch Fandler saß parat. Letzte Woche komplett safe, komplett immer ins Aus und oder festgehalten. Diese Woche immer zum Gegner. Immer Abprallertore kassiert. Ganz, ganz ärgerlich natürlich, weil so verlierst du den Spaß und so regst du dich auf und aufregen darfst du nicht in der Weekend League. Hier wieder eine unnötige Niederlage. Ich habe 2:0 und 3:1 geführt gegen Ballas FC. Und das war vor allem das Spiel, was mir, ja, im Endeffekt, muss ich es leider sagen, Elite monatlich gekostet hat. Ich stand nämlich am Ende da mit 19 zu 13. Hätte ich 8 Spiele. Hätte ich 7 gewonnen, dann hätte ich es geschafft. Allerdings habe ich direkt ein Spiel gewonnen, dann 2 verloren. Und dieses Spiel war quasi das, was mir, ja, dann Elite monatlich gekostet hat, die 97 Siege. Ihr seht's hier, das war ganz schlecht von De Bruyne hier. Er muss nur mit Werner mitlaufen. Ich habe ihn nicht gesteuert, aber er geht automatisch zurück in die Mitte, obwohl er mit nach hinten laufen kann. Werner kann frei durchlaufen, der Lupfer ist dann stark. Dann dieses Tor hier, das ist einfach schlecht von Kompany verteidigt, da muss er ein bisschen besser stehen. Das ist ein doofes Gegentor, aber das in der 90. war deutlich ärgerlicher. Erstmal, was macht Karstorp hier? Der ist Rechtsverteidiger, steht aber absolut nicht auf seiner Position, dementsprechend ganz, ganz viel Platz auf der linken Außenbahn für den Gegner. Der Ball kommt in den 16er, Karstorp macht es eigentlich gut, allerdings dann der Pass in die Mitte. Und wieder ist es Mustafi. Und Mustafi kostet mich im Endeffekt wahrscheinlich Elite, weil hier läuft er einfach weiter geradeaus. Hier, ihr seht, er läuft einfach weiter geradeaus. Er muss nur stehen bleiben. Ich steuere ihn nicht. Ich habe gesehen, ich habe Karstorp gesteuert. Das ist halt ganz, ganz bitter, so ein Tor in der 90. zu kassieren. Das hat mich Elite gekostet. Und fast auch Gold 1. Ja, denn Entscheidungsspiel. Dieses Spiel alles entschieden war das letzte der Weekend League. Ich stand 24 zu 15. Ja, also ich musste dieses Spiel gewinnen und direkt nach 9 Minuten 0:2. Dumme Gegentore, beides flache Schüsse. Einmal Callejon und einmal Dybala. Allerdings dann glücklich, hier, ihr seht, abgefälscht. Crespo zum 1:2. Ein paar Minuten später aber Segler aufgerückt, macht Druck und ja, der geht auf jeden Fall auf das Konto von Van der Sar, weil ihr werdet gleich in einer anderen Zeitlupe, in der manuellen Zeitlupe nochmal besser sehen. Er springt den Ball halt leider Gottes aus dem Weg. Den kann er halten. Letzte Woche hätte er den gehalten. Er muss nur gerade stehen bleiben. Hier werdet ihr es jetzt sehen. Er muss nur gerade stehen, er hat zumindest eine Chance, den Ball zu halten, aber er springt aus dem Weg. Ja, und wenn dann 3:1 zurückliegst nach 0:2, schwierig. Aber wir hatten noch eine ganze Halbzeit. 53., 54., Mbappé, schön gewartet von Neymar. Dann Crespo, leider wird in der Zeitlupe nicht gezeigt, wie ich ihn freigespielt habe. Einfach deswegen. Ich habe mich nicht getraut, mit links zu schießen. Habe die Situation dementsprechend eigentlich schon verkackt. Drehe mich aber noch um den Gegner und dank dem Low-Driven-Shot kommt das Tor. Danach zahlreiche Paraden von Handanovic. Der hat 11 Paraden gehabt. Ihr seht hier, ich weiß nicht, warum ihr ausgerechnet die ausgewählt. Das war mit Abstand die nicht krasseste. Also der hat viel heftigeres gehabt. Hat mich mega genervt. Hat mir absolut kein Tor schießen lassen. Ich brauchte es aber halt. Und dann hat das Glück, hier wieder eine Chance von Crespo abgewehrt. Dann geht der Ball nochmal zu mir. Abgefälscht glücklich zu Crespo, der nicht im Abseits steht. Und der macht in der 79. Minute das 4:3. Also diesmal umgekehrt quasi. Diesmal hatte ich das Glück. Und das war auch wichtig, denn das war im Endeffekt der Siegtreffer. Ja, das hat's gemacht. Gold 1 am Ende, 25:15. Bitter, dass es nicht 26:14 wurde, um halt eben monatlich Elite zu erreichen. Aber trotzdem, denke ich mal, kann man auf die Leistung stolz sein. Ja, als Nicht-E-Sportler, als Casual-Spieler mit einem Nicht-OP-Team. Mit viel Pech diese Weekend League. Und ja, Gold 1 ist auf jeden Fall in Ordnung. Auch monatlich Gold 1, damit kann ich auch sehr gut leben. Ich glaube, es liegt an England. Ich glaube es wirklich sehr, denn ich habe hier erstens, das muss ich jetzt wirklich erklären, das habe ich ja gesagt, bei den Stats, die sehen wir jetzt hier im Hintergrund, ich will aber kurz dann noch drauf eingehen, ich habe das Gefühl, dass ich hier in England schlechter spiele, weil die Connection schlechter ist. Ich wohne ja hier in einem Apartment-Block sozusagen, in einem Studentenwohnheim. Wir haben insgesamt 19k Download mit LAN-Kabel, aber das benutzen halt auch viele. Und dementsprechend ist mein Download sehr schlecht. Das heißt, ich habe einen stärkeren Input-Lag. Meine Connection ist deutlich schlechter. Auch mein Bildschirm, auch wenn der Bildschirm gut ist und ich spiele halt auf dem Monitor und nicht auf dem Fernseher, ich habe das Gefühl, auf dem Fernseher komme ich besser klar. Ich weiß nicht warum. Ich sitze halt in Deutschland bequemer, ja, weil hier habe ich nicht so die perfekte Sitzposition. Vielleicht auch, weil ich live gespielt habe zwischenzeitlich. Das habe ich ja in Deutschland letzte Woche nicht gemacht. Auf jeden Fall glaube ich, dass es daran lag, dass ich jetzt diese Woche halt hier in England war, dass ich diese Siege nicht geschafft habe. Klingt nach einer billigen Ausrede. Aber ich glaube, dass ich in Deutschland besser spielen werde. Habe ich auch schon gesagt, ich glaube, da ist Elite drin. Hier in England, ja, mal schauen. Wird aber auf jeden Fall schwieriger. Egal, wir kommen zu den Stats. Ihr habt es ja schon ein bisschen, ja, vor eurer Nase gehabt. Van der Sar 40 Spiele, 7,7 Grundbewertung, also die schlechteste von allen Spielern. Die Einwechselspieler jetzt mal ausgenommen. Martial hat einmal Man of the Match gehabt, der hat einen ganz wichtigen Sieg geholt mit 2 Toren in der Nachspielzeit. Karstorp wurde nach 21 Spielen für Florenzi eingetauscht. Liegt ganz einfach daran, Florenzi, auch wenn er gute Werte hat und defensiv stark ist, er ist mir zu klein. Er ist mir wirklich zu klein und zu langsam. Er hat keine Körperstärke und er ist halt einfach ein Pimpf. Der wird weggetackelt und der kann keine Kopfballduelle
gewinnen. Und sein Stellungsspiel ist auch nicht überragend. Kastorp ist auch nicht, aber Kastorp hat ein bisschen Körper, ist ein bisschen größer für Kopfballduelle und ist halt schneller. Und dementsprechend habe ich mich für den entschieden, ja anfangs und auch jetzt wieder. Einfach weil er hat 7,8 Florenzi, 7,9, aber Kastorp war deutlich besser. Ihr seht es glaube ich auch an den Ergebnissen insgesamt. Ich war mit Kastorp stärker. Ich habe mich einfach sicherer gefühlt. Wir haben einen ja, guten Mustafi gehabt mit einem Tor mit 8,0 insgesamt. Einen besseren Kompany mit 3 gelben und einer roten Karte. Auch Mustafi hat eine rote Karte bekommen, beide in einem Spiel lustigerweise, dass ich auch knapp verloren habe. Elfmeterschießen, dummerweise. Kompany diese Woche mit 2 Vorlagen. Die eine habt ihr gesehen für Mbappé, dieses Tor zum 3:1, wo ich das Spiel dann noch verloren habe, mit 4:3 durch Werner-Tore. Ja, aber trotzdem gute Leistung. Dazu Segeler, ein Tor gemacht, ein Kopfball in der Ecke, wo er alles reingeworfen hat. War okay, war besser als Young in meinen Augen. Nicht überragend, aber was hat man für eine großartige Wahl. Nainggolan war der Spieler dieser Weekend League in meinen Augen. 6 Tore, 16 Vorlagen als zentraler Mittelfeldspieler. Das war überragend. 3-mal Man of the Match geworden, das musst du erstmal machen. Fernandinho, 1 Tor und 4 Vorlagen, das ist auch okay. De Bruyne auch wieder mit 16 Scorern, kann man auch auf jeden Fall machen. Mbappé diese Woche sehr torgefährlich mit 31 Buden und 15 Vorlagen. Neymar, 37 Tore und 43 Vorlagen. Und Crespo, allüberragend mit 50 Toren. Und 40 Vorlagen. Also 2,73 Scorer pro Spiel. Das ist wirklich krass. Insgesamt 9,4 für Crespo, 9,3 für Neymar, 8,3 für Nainggolan und De Bruyne, 8,8 für ja, Mbappé. 19 Mal war der Man of the Match Crespo, wie meistens. 5 Mal Mbappé, 9 Mal Neymar. Ja, kann man auf jeden Fall so machen, würde ich sagen. Ihr seht hier auch teilweise die Spiele. 3:4 nach Elfmeterschießen, 2-mal rot. Ja, das war halt eben dieses Spiel mit Mustafi und mit Kompany. Ich habe selber 2-mal gequittet und zwar relativ nah hintereinander. Ihr seht es in der ersten Spalte relativ weit unten. Das waren einfach bittere Spiele. Das eine Spiel, da habe ich 1:4 zurückgelegen irgendwann durch viel, viel Bullshit. Das war auch eine Live-Aufnahme, die ich halt nicht hochladen werde, weil diese Aufnahmen allgemein schlecht waren. Ihr seht es, 3:4, dann gewonnen, dann verloren, dann gewonnen, dann verloren, dann verloren. Müsst ihr nicht sehen. Und dann 0:3, einfach weil ich 0:4 zurücklag und keine Pässe von mir angekommen sind. Ich hatte, glaube ich, 50% Passgenauigkeit. Und das habe ich halt nicht ausgehalten. Das war so schrecklich. Und nach einem Pass an der Außenlinie, Fernandinho war es, glaube ich, er musste nur geradeaus spielen in den Fuß von De Bruyne. Und er hat, in den Fuß von Nainggolan, er hat geradeaus zum 5 Meter weiter rechts stehenden Gegner gespielt. Und da hat er gesagt, gut, nee, komm. Habe ich halt auch erstmal eine 20-minütige FIFA-Pause gemacht. Aber naja, Second Half Comeback nach 0:1, 3:1 gewonnen. Dann Rage Quits provoziert, 3 in Folge. Dann 2-mal rot bekommen. Der Gegner, ey, war verschossen von mir. Das war sehr, sehr bitter, das Spiel. 3:4 durch wirklich Bullshit verloren. Dann 2 Elfer verschossen, wieder 3:5 verloren. In der 90. vorher den Ausgleich kassiert. Das sind also meine typischen Probleme, ja. Ich kann Elfmeter nicht dieses Jahr. Ich kann Elfmeter nicht. Wenn ich Elfmeter könnte, das würde auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Push geben, denke ich mal. Dann, ja, Scripting 3:4, das war dieses Spiel halt eben mit Werner. Das war halt klar, irgendwie, dass ich das noch verliere. Es war mir klar, als ich dieses 3:2 gemacht habe mit Mbappé, mit diesem an der Schnur gezogenen Schuss. Und, ja, aber nach 0:2 und 1:3 am Ende 4:3 gewonnen im letzten, im entscheidenden Spiel. Dementsprechend Gold 1. Und ich bin ziemlich zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Weekend League lief, wie habt ihr abgeschnitten, welchen Rang habt ihr erreicht, seid ihr zufrieden mit eurem Ergebnis und welches Team habt ihr gespielt? Schreibt mir das alles mal gerne in die Kommentare und ja, ich bin gespannt, wie der März von mir laufen wird. Nächste Weekend League, wie gesagt, weiß ich nicht, wie viel ich spielen kann. Am Sonntagabend komme ich wieder. Eventuell schaffe ich es, ich glaube nicht, ich komme um 1 Uhr nachts wieder und ich muss eigentlich auch schlafen. Also wenn sie extended wird auf Montag noch, dann schaffe ich eventuell noch ein bisschen länger zu spielen, aber ansonsten denke ich, dass ich die Weekend League nicht so viel spielen werde. Mal schauen, das war es auf jeden Fall von diesem Review. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.